Das ist der Bus, der Minus macht. Wo kommt der eigentlich her? Wo fährt der hin? Nach Red Deer Waldrand. Gut, da ist auch nicht so viel los. Hier unten sind die ganzen Leute. Warum hier unten, warum hier oben kaum Leute warten, das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz, weil das ist doch eigentlich voll mit Leuten dort an der Stelle. Ich würde ja nochmal das Straßennetz ausbauen, damit die dort auch hinsiedeln können. Muss ich so machen? Nee, Quatsch, so. Hier oben ist keine Verbindung möglich, weil hier dieser Hang ist. Das geht leider nicht so. So, Red Deer, jetzt macht mal was draus. St. John's, da ist auch, naja, hält sich auch in Grenzen. So, gut, jetzt haben wir die Fahrzeuge angeguckt mit Minus im letzten Jahr. Und bei den Zügen, da ist, sieht es gleich mal, Zug 76 macht hier ja richtig Minus. Das ist ein Papierzug, ich glaube, der kann schon gar nicht mehr. Was soll ich denn hier noch machen? Und da gibt es schon wieder eine neue Transportfirma, die Brackenton Line. Chandler Höhe. Wenn ich dem jetzt einfach noch einen Wagen... Nee, jetzt ist er schon... Nee, 45 Tonnen. Müsste eigentlich voll sein. Achso, aber das ist eine Fehlanzeige. Ich könnte dem jetzt höchstens hinten noch einen Waggon wegnehmen. Dann hier Vieh. Na gut, dieses ganze Viehgedöns hier. Ich glaube, da kann man auch nicht wirklich was machen. Das ist halt dann am Ende so. Dass diese ganzen... Lebensmittelzüge Minus machen, weil so richtig viel hier kommt da nicht bei rum. Aber hier oben dieser Zug, warum macht denn der so viel Verlust? Duval, hier war doch richtig viel. Auch hier Summerside ist doch richtig voll. Kingston Zentrum, Brenterboom. Ach, das ist unser Zug, der so hin und her fährt. Ist der extra bisher hinter zum Depot gefahren? Das ist ja affig. Hier drin wartet überhaupt nichts. Warum denn das? Hier nochmal ein Depot hin und mache dann hier mal eine Werbekampagne. Also, dass hier überhaupt nichts drin ist an Leuten, das ist ja wirklich merkwürdig. Hä? Moment. Oh nee. Oh nee, wie dumm kann man eigentlich sein? Leute, warum sagt das keiner? Vor allem, warum steht das nicht unten im Ticker, dass der Zug sich verirrt? Hm. Oh,
aus. Hm. Tja. Jetzt kannst du aber auch hier durchroden. Das ist natürlich, und ich wohne auch hier drei Banken in Creston. Das ist ja Wahnsinn. Gibt es hier irgendwo eine Mine in der Nähe, die man bedienen könnte? Dort unten ist mir zu weit. Das ist so, jetzt fährt der Zug und jetzt ist auch hoffentlich hier was drin. 7 Passagiere. Ist der an Boha Noir irgendwas vorbeigefahren, oder? Der kam aus Gatineau, und was muss ich dann anklicken? Creston, oder? Jetzt muss zwischen Creston, genau. Und dann muss ich zwischen Gatineau, Creston, Bohan oder irgendwas, genau. Unfassbar, da haben wir wieder fiescht gefailt. Das ist ja ein Skandal, ist das. Haben wir wieder irgendwo ein Stück Straße vergessen. Das mal wieder passieren konnte, man weiß es nicht. Ich baue jetzt erstmal hier noch eine Bushaltestelle hin, damit Creston noch eine Busverbindung kriegt nach dem, also halt hier oben nach Uranium City, wo wahrscheinlich das ganze Uranium herkommt. Wichtig ist natürlich, dass wir hier bevorzugt Brücken bauen, um Unfälle zu vermeiden. Komm, hier mal so eine Schikane. Uranium City hat auch noch keinen drin. Ach, guter Platz direkt im Zentrum. Dürfte eigentlich sehr viel Fahrgäste bringen für den Bus. Und schon wieder ein Jahr vorbei. Die ganzen Züge hier machen Minus. Können wir mal gucken, was unsere ein Bus mit Minus. Das ist der hier. Wo fährt denn der hin? Ach so, das ist dieser Zubringerbus. Okay. Dann hier hat noch einer Minus gemacht. Ach so, das sind die. Okay, ich verstehe. Und dann der hier. Das wird, glaube ich, erzählen wir ein paar neue Gebäude und machen Werbung. Vielleicht wirkt sich das ja positiv aus auf bei den Zügen. Hat er jetzt noch was beladen? Ne, da muss erstmal die Runde immer abfahren. Der macht auch fies. Ach, das sind die hier. Na klar, bei der kurzen Strecke. Wundert mich das eigentlich nicht, dass die noch Minus machen. Und der hier? Wie viel hatten die jetzt hier drin? Ich würde mal... Macht der hier Gewinn? Ja, ein bisschen. Aber ich würde mal bei beiden einfach mal zwei Waggons hinten wegnehmen. Da
Habe ich jetzt zwei weggenommen bei jedem? Ja. Obwohl, ich nehme nochmal hier was weg. Bisschen kürzen die Züge. Und hier kann ich ja schon fast gar nichts mehr kürzen. Könnte ich einen Dreierzug draus machen, aber das wäre dann irgendwie ein bisschen lächerlich, finde ich. Na gut, dass alles Plus macht, das ist, kann man wahrscheinlich eh nicht hinkriegen. Aber man kann halt nur versuchen, das möglichst zu vermeiden. Aber wir gucken jetzt einmal nach Hull, ob es da was gebracht hat. Jetzt haben wir immer noch jeden 50. Tag, aber es passiert jetzt was. Die ersten Gebäude wurden gebaut, wie ihr seht, an die unsere angebaute Straße. Ja, jetzt haben wir diesen Soundbug hier im Spiel. Ach, leichter Lag, wieder beim Scrollen. Man eigentlich auf Flugzeugen auch Nahrungsmittel? Nee, kann man nicht, schade. Ja gut, das überall Dreierzüge fahren zu lassen, wie lächerlich ist das denn eigentlich? Möglichkeit wäre es noch hier irgendwie die Strecke hier zu kürzen. Aber wir bleiben erstmal dabei. Ja, im Jahr 2017 sind wir schon, also noch 33 Jahre und dann sind wir hier auch schon wieder zu Ende. Können wir mal gucken, ob wir noch irgendwie kleinere Orte haben, die noch nirgends angekettelt sind. Marsh Lake hat noch gar nichts. Was liegt denn hier in der Nähe? Boah, aber im Prinzip eigentlich nichts. Doch dort oben, Yarmouth. Oder however man das pronunciieren tut. Hier haben wir nach Prince Rupert und bauen eine Bahnstrecke. Komm, kriegen wir was über an die Unterführung. Behindertenrampen gibt es auch. Wir bauen jetzt mal einen richtigen High-End-Bahnhof hier hin. Führung und dann was ist denn der Unterschied hier? Gibt es gar keinen. So, und dann noch eine, was ist denn das? Bahnsteig ländlich überdacht. Moment, da gefällt mir mehr. Mit einem Gleisübergang. Sitzgelegenheiten. Genau, wir machen das so. Hier ist nur in der Mitte. Aber wenn dann mit Beleuchtung. Hier ist nur in der Mitte sozusagen überdacht. Wie man das ja teilweise von Bahnhöfen kennt. In Prellburg kann man noch hinstellen. Aber da geht bloß in eine Richtung, oder wie das aussieht. Oder ich einfach da dran mounte. Nee, da ist bloß. Ach, jetzt habe ich das ganze Ding weggerissen. Ach, das ist doch mal wieder einfach nur zum Schreien, Leute. So, dann hier so ein Übergang. Ach so, na, so geht es natürlich auch nicht. Ich hätte gerne.
gerne diese Behindertenrampe hier noch. Zack. Gibt sogar Büsche. Wie sieht denn das aus? Egal, und dann, was wollte ich dann dort hinten noch hinstellen? Den Übergang.